Und in der heutigen Folge schauen wir uns alle Fahrzeuge von Feuerwehrmann Sam an. Von Feuerwehrautos, Helikoptern bis hin zu Booten ist heute wirklich alles dabei. Die Spielzeuge packen wir wie immer nacheinander aus und schauen uns anschließend die Funktionen an. Also Verpackung öffnen und raus mit den Spielzeugautos. Hier haben wir das Feuerwehrauto Jupiter. Gleich daneben haben wir das Tierrettungsfahrzeug Phoenix. Auch dieses holen wir aus der Verpackung und schauen uns jetzt mal an, was die ersten drei Fahrzeuge so alles drauf haben. Ganz vorne gibt's eine Seilwinde, welche wir ausziehen können und natürlich auch wieder aufwickeln. An der Seite haben wir Stützen und hinten einen vollbeweglichen Kranarm. Diesen können wir schwenken und die Winde abwickeln, um das Pferd abzustellen. Aber jetzt weiter zum nächsten Fahrzeug, nämlich dem berühmten Feuerwehrauto Jupiter. Bei diesem gibt's Licht- und Soundfunktionen und an der Seite Schränke, um Equipment wie zum Beispiel Schläuche zu verstauen. Hinten haben wir den Rettungskorb, den wir nach oben ausfahren können und schwenken. Und in den Korb können wir eine Figur von Sam setzen. Die Düse kann ausgerichtet werden und beim Drücken auf den gelben Knopf spritzt vorne das Wasser heraus. Und sowas ähnliches gibt's auch beim Feuerwehrauto Venus. Auch hier haben wir am Dach eine Wasserspritze angebracht, die beim Pumpen Wasser herausspritzt. Außerdem können wir auch hier Soundfunktionen aktivieren. Natürlich können auch die Türen geöffnet werden und der Wassertank abgenommen werden. Darunter befindet sich Stauraum für eine Kiste mit Equipment, wie zum Beispiel einem Feuerlöscher, einer Taschenlampe und viele mehr. Aber jetzt weiter zu den nächsten Spielzeugen, denn jetzt warten auf uns die Bergrettungsfahrzeuge. Zum einen haben wir hier Toms 4x4 Geländewagen mit Lichtfunktionen und als nächstes haben wir den Helikopter Wallaby 2. Auch den holen wir aus der Verpackung und schauen uns mal an, was er so kann. Als erstes die Rotorblätter ausklappen und dann den Motor starten und ab zur Bergrettungsstation. Beim Helikopter haben wir ebenfalls verschiedenste Funktionen. Die Türen lassen sich öffnen, mit dabei ist eine Figur von Tom, auch die hintere Tür lässt sich öffnen. Hier oben haben wir eine Seilwinde mit Haken, welche wir ab- und aufwickeln können, um zum Beispiel Personen zu retten. Die Warnlichter der Bergrettungsstation aktivieren sich automatisch beim Starten und Landen des Helikopters. Den Motor und die Lichtfunktionen können wir an der Seite mit dem grauen Knopf aktivieren. Aber nun nach unten zum 4x4 Geländewagen. Auch dieser hat Lichtfunktionen. Beide Türen lassen sich öffnen. An der Seite haben wir Verstaumöglichkeiten für diese Schaufel. Auch der Kofferraum lässt sich öffnen und der Ersatzreifen abnehmen. Auch die anderen vier Reifen können abgenommen werden und durch den Ersatzreifen ersetzt werden. Hier oben haben wir noch Verstaumöglichkeit für einen Rucksack und eine Kiste. Aber nun weiter zu den nächsten Spielzeugen. Als nächstes haben wir den normalen Helikopter Wallaby 1. Hier müssen wir noch die Rotorblätter anstecken und dann können wir auch diesen starten. Außerdem haben wir noch verschiedene Fahrzeuge, wie zum Beispiel das Mercury Quad. Auch dieses holen wir aus der Verpackung und gehen weiter zum nächsten Spielzeug, nämlich dem Schlauchboot Neptun. Und so wie es aussieht, beziehungsweise sich anhört, haben wir auch hier Soundfunktionen. Also nehmen wir auch dieses Spielzeug aus der Verpackung und gehen weiter zum nächsten Spielzeug, nämlich dem Jetski Juno. Und mit diesem fahren wir gleich weiter zur Wasserwacht. Der Jetski verfügt über Lichtfunktionen. Außerdem ist eine Figur mit Helm und Schwimmweste enthalten. Ansonsten sieht es eher mager aus bei den Funktionen. Anders sieht es beim Boot Neptun aus. Dieses verfügt über Soundfunktionen, eine Seilwinde
die wir auf- und abwickeln können, einen Motor mit Drehbaumrotor und einem Stauraum für Equipment im Boot. Obendrein gibt's eine Figur mit Helm und Schwimmweste und auch das Lenkrad ist voll beweglich. Aber nun weiter zum nächsten Spielzeug, nämlich dem Quad. Bei diesem gibt's leider nicht ganz so viele Funktionen. Ein bewegliches Lenkrad, eine Figur mit Helm und eine Kiste voller Equipment müssen hier ausreichen. Dann schauen wir uns den Helikopter mal genauer an. Denn bei diesem gibt's auch eine coole Funktion. Nämlich haben wir hier an der Seite einen Knopf. Wenn wir den drücken, dann gehen die Rotorblätter an. Ganz ohne Batterien oder Elektromotor. Außerdem lassen sich beide Türen öffnen, um die Figur herauszunehmen. Dann kann sich diese mal in der Wasserwacht genauer umschauen. Die Treppe runter. Dann den Aufzug in Position fahren, die Figur hineinstellen, den Aufzug wieder nach unten fahren und dann sind wir schon im ersten Stock der Wasserwacht. Hier haben wir dann eine Kommandozentrale, die uns immer anzeigt, wo gerade Hilfe gebraucht wird. Außerdem haben wir auch hier eine Seilwinde, die wir abwickeln können, um dann den Jetski Juno die Rampe hinaufzuziehen. Also Haken einhängen, die Winde aufwickeln und der Jetski wird nach oben in den ersten Stock gezogen. Hier hat er seinen festen Platz, kann aber auch wieder abgehängt werden und ins Wasser rauschen. Aber nun weiter zu den nächsten Spielzeugen. Mit dabei ist diesmal der Zug Bessie von Hauptfeuerwehrmann Stiel. Wieder ein Helikopter, aber diesmal ein etwas kleinerer und ferngesteuerter. Genauso sieht's beim kleinen Feuerwehrauto Jupiter aus. Auch dieses verfügt über eine Fernsteuerung. Und das nächste Spielzeug, nämlich der SuperTech Jupiter, verfügt über keine Fernsteuerung, fährt aber trotzdem ganz von alleine. Und wie genau das funktioniert, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Hier oben haben wir verschiedenste Knöpfe, welche wir drücken können und danach fährt das Feuerwehrauto unseren Befehlen nach. Hier können wir zum Beispiel zweimal nach vorne und einmal nach links drücken und genauso fährt anschließend das Feuerwehrauto. So ähnlich sieht es beim kleinen Feuerwehrauto aus. Dieses kann aber leider nur gerade nach vorne fahren und rückwärts nach links fahren. Und genauso sieht es beim Helikopter Wallaby aus. Bei diesem können wir ebenfalls nur vorwärts und nach hinten links fahren. Dafür drehen sich aber die Rotorblätter mit. Aber nun weiter zu den nächsten Spielzeugen, denn auf uns wartet das Feuerwehrboot Titan. Auch diesmal mit einer Fernsteuerung. Diese nehmen wir aus der Verpackung, genauso wie das Boot und testen es mal im Wasser aus. Los geht's! Mit der Fernsteuerung können wir die Fahrtrichtung des Bootes ändern und die Wasserspritze aktivieren. Außerdem gibt es ein Licht. Hier sehen wir die Joysticks für vorwärts und rückwärts fahren und links und rechts lenken. Und hier oben haben wir den Knopf, der die Wasserspritze aktiviert. Aber nun weiter zum nächsten und letzten Spielzeug für heute, nämlich dem Superhero Jupiter. Auch dieser verfügt über eine Fernsteuerung, leider aber mit Kabel. Aber das Fahrzeug ist natürlich riesengroß und lässt sich komplett steuern. Sowohl vorwärts als auch rückwärts fahren ist möglich und natürlich können wir auch nach rechts oder links lenken. Außerdem gibt es ein Blinklicht mit Soundfunktionen und eine vollbewegliche Drehleiter. Diese können wir komplett steuern. Hier sehen wir es, vorwärts und rückwärts fahren, nach oben und unten fahren und nach links und rechts steuern. Außerdem haben wir noch einen weiteren Knopf für die Wasserspritze. Diese können wir mit den Händen ausrichten und dann auf den Knopf drücken, um das Wasser herausspritzen zu lassen. Hier hinten versteckt sich der Wassertank, der zuvor aufgefüllt werden muss. Also fahren wir die Drehleiter doch mal wieder ein.
Das wär's dann im Großen und Ganzen von Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesem einen Daumen nach oben gibt und den Kanal abonniert. Hier sehen wir nochmal einen Größenvergleich. Gerne könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr sonst noch so viel Spielzeuge sehen wollt. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Kinderspielzeugkanal.